Stark-Watzinger. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Abgeordneter Reichert, ich muss auf Ihre unhaltbaren Aussagen gar nicht eingehen, aber klar ist, Impfen ist der Weg aus der Krise. Das Angebot an die Kinder ist eine Chance, dass Bildung in unserem Land stattfinden kann, damit die Schwächsten in unserer Gesellschaft überhaupt eine Chance haben. Wir sprechen heute vordergründig über eine Fristverlängerung. Aber dahinter steht viel mehr. Wir wissen doch heute, dass die Grundlage für die Bildungswege in der frühen Kindheit gelegt werden. Und wenn wir heute darüber sprechen, dass der Ganztag kommt, zügig kommt, das Versprechen auf den Ganztag, dann ist das auch das Angebot an Chancen im Bildungsweg. Das geht uns alle an, und deswegen ist es gut, dass wir es heute beschließen. Die Fristverlängerung ist schlicht sinnvoll, da sind wir uns einig. Wer heute einen Handwerker buchen möchte, der weiß, wie das ist. Und deswegen ist es gut, dass wir es machen. Und liebe Frau Beer, ich freue mich auf die Zusammenarbeit, und ich bin mir sicher, die wird gut sein. Aber ein kluger Hesse hat gesagt, denken muss man selber, und das kann ich Ihnen versprechen, können wir als Regierung. Und deswegen ist unser Gesetzentwurf besser als das, was Sie als Antrag eingebracht haben. So, dass wir das unkompliziert machen, das ist ein Teil dessen, was wir Kooperationsgebot nennen. Es muss uns um die Sache gehen. Ja, es war ein Konjunkturpaket Mittel, aber die Länder brauchen mehr Zeit. Da geht es jetzt nicht um alte politische Muster. Wir ändern zügig das Gesetz, ein Jahr länger Zeit. Die Länder kommen leichter an die Mittel. Die Bonusmittel sollen in den Basistopf fließen. Anteil für jedes Land ergibt sich aus dem Königsteiner Schlüssel. Das ist das, was wir brauchen. Kooperation Hand in Hand von Bund, Ländern und Kommunen, reibungslos, zielorientiert und immer mit dem Blick, was den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land wirklich nützt. Davon brauchen wir mehr, wenn wir die Bildung in unserem Land voranbringen wollen. Denn auch darin sind wir uns einig, die Bildung in unserem Land ist nicht auf dem Niveau, das wir uns für eine Industrie- und eine Kulturnation, wie wir sind, uns wünschen. Jeder fünfte Jugendliche kann nicht gut lesen. Schon in der Grundschule hapert es. Lernen dort wirklich die Kinder die Grundkompetenzen in Lesen und Schreiben? Nein, sagt uns die Wissenschaft. Zu viele lernen es nicht ausreichend. Da müssen wir ran mit mehr Engagement, breiterem Engagement und vor allen Dingen mit viel mehr Mut, meine Damen und Herren. Und das Ziel ist die weltbeste Bildung für alle, unabhängig von Wohnort, von der Herkunft und davon, ob Eltern unterstützen oder nicht. Der Bund steht bereit. Wir wollen keine zentrale Bildungspolitik im Sinne von ersetzen. Der Bund leistet ein On-Top-Engagement für eine On-Top-Bildung, meine Damen und Herren. Und dazu gehört, dass wir den Schulen auch mehr Freiraum lassen, Schulen, die viel mehr selbst bestimmen. Sie wissen, was ihre Schülerinnen und Schüler brauchen. Das ist der Weg zu mehr Qualität. Der Rechtsanspruch kommt. Und da muss auch das Angebot stimmen. Da geht es nicht um Quantität, sondern da geht es auch um Qualität. Nur so nutzen wir die Chance des Ganztags. Besseres Lesen lernen, MINT, Sport und soziales Lernen, das ist der Weg in die Bildungsrepublik. Das ist der Weg der neuen Bundesregierung, mehr Qualität in der Bildung zu sichern. Ich will dazu so schnell wie möglich mit den Ländern ins Gespräch kommen. Mehr Zeit und Geld in Bildung. Investieren. Das heißt, gut investieren. Jedes Kind, das wir so mitnehmen, ist ein Gewinn, meine Damen und Herren. Und deshalb ist klar, wenn der Bund extra Geld gibt, dann muss auch extra Qualität ankommen. Das müssen wir möglich machen. Dafür treten wir als Regierung, dafür trete ich als Ministerin an, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke hat nun